fortsetzen. Da haben wir doch die nächste Mission geschafft. Kopiere sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam. Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Charlie. Die anderen Teams. Sämtliche Lager waren fallen. Oh, der Einzige, fuck. Der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät, das du mitgebracht hast, was gefunden. Wir kennen den Anführer der Engineers. Das war schnell. Es war einfach. Zu einfach. Es wirkt fast so, als wollten die, dass wir herausfinden, wer es ist. Ein Zeichen von Selbstvertrauen, der will uns ärgern. Jetzt haben wir unser Ziel. Majid Sadiq. Ex-MI6-Agent. Deshalb wusste er, was alle tun würden nach Guam. Und wie es ihnen verkauft. Madam President. Schön, dass Sie noch leben, Mr. Fischer. Tut mir leid, was geschehen ist. Wir haben jetzt ein Ziel. Majid Sadiq. Der Mann befehligt die Engineers. Wir werden die Unterlagen in Ihr Büro schicken. Gute Arbeit. Enthalten Sie Hinweise auf Amerikas Konsum? Nicht direkt, nein. Aber ich habe die Daten aus Ihrem Büro. Ihre Mitarbeiter halten Dallas also für ein mögliches Anschlagsziel? Ja, und die Heimatschutzbehörde überwacht 5 andere Städte und ist überlastet. Wenn wir Dallas beschützen wollen, müssen wir Fort Echelon dorthin schicken, um mögliche Angriffe abzuwehren. Könnten Sie die Stadt rechtzeitig erreichen? Das schaffen wir. Wir halten Sie auf. Ja. Rebellenstützpunkt abgeschossen, ist gut. So, wir werden jetzt nochmal bei ihr hier unser Schiff verbessern. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung? Aber trotzdem müssen wir mit ihr sprechen. Wie sieht's aus? Gut, ich organisiere die nächste Operation. Briggs war eine große Hilfe. Charlie? Ist abgelenkt. Er kann sich nicht konzentrieren. So, wir haben nämlich jetzt 166.000. Was bringt das denn? Trickreiche Sensoren ermöglichen die Verfolgung von Agenten und Gegnern während der Mission. Upgrade Charlies Werkstatt. Ach, upgrade Charlies Werkstatt und erhalte Zugang zu individuellen Waffenprototypen. Das hört sich geil an. Level 2, Waffenprototypen MP-Flinte zum Erwerb frei. Scharfschützengewehr ist auch geil, das was da unten ist. Achso, was gibt's denn hier? Schalte in einem hat ausgezeichnetes Radar. Was? Was war denn da? Angezeigten Radar. Okay. Erweitere die Radarreichweite und zeige. Ja, okay, das haben wir aber schon einmal. Was ist das denn? Operationszentrale. Warte mal, wir haben doch hier einmal. Gefängniszelle. Schalte 7 Schwarzmarktwaffen zum Erwerb frei. Schalte 7 weitere Schwarzmarktwaffen zum Erwerb frei. Ja, das ist egal. Passe deine Ausrüstung im Einsatz an. Außer im Perfektionist. Schalte einen Ausrüstungsslot für Einzelspieler und Koop frei. Regeneration in Einzel- und Koop-Spieler erhöht. Das ist kacke. Na, obwohl, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir. Weil... Ah, nein, wir machen das... Und das war's. Denn wir wollen ja doch die Sniper haben. Die ist nämlich wichtig. Da können wir nämlich schon mal ein bisschen was wegratzen. Ja, dann machen wir doch gleich mal die nächste Mission. Wir waren ja gut ausgerüstet, fand ich. Amerikas Konsum. Dallas, USA. Solo-Kampagne. Spion gegen Söldner online. Hauptquartier, da waren wir schon. Und das hier sind die ganzen Koop-Missionen. Gibt es nur so wenige oder gibt es noch mehr? Na okay, ich will jetzt nichts sagen. Wie lange spiele ich jetzt schon? 2-3 Stunden und habe gerade erst die dritte Mission.
So, verhindere den ersten großen Blacklist-Anschlag auf das amerikanische Festland. Spezialkräfte eingehen durfte, ist ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Engineers Stil Ghost nicht gemeistert. Aufgrund der schrecklichen Bilder sehen wir davon ab, Ihnen das Video zu zeigen. Ach so. Warte mal. Ja. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lawfield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich hier schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Wir waren noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Wann werden wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Oh Gott, müssen wir uns jetzt entscheiden? Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Irawa gemacht hat. Was ist das? Chicago Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber! Es gibt ja gerade irgendeine Geiselnahme. Laut Plan ist das ein Labyrinth. Und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Fakt. Nein, gib einen Namen ein, Geilon. Smiley. Ach, geht nicht. Doch. Ha, Geilon Smiley. Beenden und starten. Amerikas Konsum, Chicago, USA. Verhindere den ersten großen Blacklist-Anschlag auf das amerikanische Festland. Lädt Daten. Systemkalibrierung. Sam, die Kidnapper haben die Chicagoer Polizei kontaktiert. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähle auf Null. Wir drehen jetzt nicht um. So. Ba-da-ba. Ja. Hey, geh da runter. Doch nicht, doch nicht. Dir. Bin drin. Keine Spur von den Zivilisten. Anscheinend sucht man versprengte Einheiten. Ich überprüfe die Blaupausen. Vermutlich sind die alle im Keller geschafft. Ja. Schön in der Sackgasse. Amateure können genauso gefährlich sein wie Profis. Daddy
So, da war eben oben einer, aber der ist irgendwie weg. Oh, da sind auch drei. So, jetzt ist der hier alleine. Oh, das sind doch mehrere. Alter, wie viele sind das denn? Okay, dann schleiche ich mich hier hinten lang. Hey, du! Komm her. So, den haben wir. Oh, oh, jetzt kommt von da einer. Oh Gott. Was ist das denn hier Schönes? Das war gerade extrem buggy. Das tut mir leid. Jetzt darf ich den Raum nochmal sehen. Mann, ich rede schon wieder so wenig. Wie machen wir das denn am besten wieder? Erstmal hier runterlassen. Und dann... Ja, geh runter. Hallo, du bist doch direkt auf dem... So, endlich. Er ist jetzt da. Bin drin. Keine Spur von jetzt. Was zum Teufel? Ja komm, dann töte mich. Töte mich. Töte mich. Schön in das Haus. Aber geht doch. Das ist doch schon wieder Abfuck. Scheiße. Ah, Mann. Sowas regt dann immer auf, aber wir wollen ja auf realistisch das ganze Ding hier durchspielen, deshalb muss das leider so sein. Was machst du denn da, du Scheißspieler? So, dich rotze ich jetzt weg. Ist mir scheißegal, was passiert. Anscheinend sucht man versprengte Einheiten. Oh, was? Ich überprüfe die Blaupausen. Vermutlich sind die alle im Kellergeschoss. Schön in der Sackgasse. Amateure können genauso gefährlich sein wie Profis. Cool, sitzen. Probieren wir euch denn jetzt ein Deck von dem? Oh nee, ey, von allen Seiten hier. Okay, ich habe hier leider keinen Plan, wo hier mal einer ist. Da kommt doch jetzt einer. Oh, bitte sieht das keiner. Hallihallo. So. Keinen. Oh, 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 der da könnte es vielleicht sehen, der da könnte es vielleicht sehen. Oh, fuck. What the fuck? Ich war schon längst dahinter. Alter, sind da viele, ey. Das ist doch wohl überabfuck. Mega Bam, Alter. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal anders anzugehen. Und zwar...
So. Okay, da haben wir schon mal zwei weg. Dann läuft hier unter mir noch einer. Chillen da. Okay, den haben wir jetzt auch. Da ist noch einer. Na komm. So. Jetzt sind es nicht mehr viele. Haftgranate habe ich leider nicht mehr, dann nehme ich jetzt dich hier. Dich will ich haben. So. So macht das doch schon gleich viel mehr Laune. Okay, das war jetzt nicht so gut. Okay, wir müssen jetzt nur noch die restlichen ausfindig machen. Wir haben ja ein bisschen Zeit und Platz. Was haben wir denn noch? Guck mal hier, der macht aufmerksam. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Haben wir aber nicht mehr viele. The hell. Ich hatte doch Schritte gehört. Nein, hast du nicht. Du hast nur mich gehört und ich bin einfach krass. So, jetzt haben wir da noch einen. So, jetzt haben wir den. Oh Gott, ich dachte gerade, der kriegt uns jetzt. Oh. Den haben wir auch. Okay, jetzt haben wir hier nur noch einen. Who's flying? So, das dürfte es doch jetzt gewesen sein. Puh, haben wir aber so ungefähr... Oh, oh, das war nicht... Grim, ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung.
Kriege ich jetzt alle meine Ausrüstungsgegenstände wieder? Wir werden sehen.